Hallo liebe Kinder und liebe Eltern, ich bin's, eure Lieblingskaffeetasse aus dem Kinderhaus Waldstein. Ostern steht schon fast vor der Tür und wir hier im Kindergarten haben uns zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, warum feiern wir eigentlich Ostern? Und die zweite Frage, wie feiert man eigentlich in Portugal Ostern? Genau, die zwei Fragen. Und die wollen wir jetzt gemeinsam für euch beantworten. Mit dabei sind natürlich unsere Handpuppenfreunde hier aus dem Kinderhaus. Und ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern, euch und euren Familien. Bis bald und viel Spaß. Du, Hansi, warum feiert man eigentlich Ostern? Oh, das ist eine gute Frage. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Also, das ist eine uralte Geschichte. Die ist schon über 2000 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? So viel. Da lebte mal ein Mann, der hieß Jesus. Und der erzählte ganz viele Sachen von Gott. Und die Leute, die fanden das richtig toll, was er erzählt hat. Viele Leute. Aber es gab auch welche, die fanden das nicht toll. Und die haben Angst gehabt, dass zu viele Leute den gut finden. Und dann hat der König gesagt, der muss weg. Und ja, dann haben sie den an so ein Kreuz genagelt. Das hat bestimmt arschdoll wehgetan. Oh, sorry, sowas darf ich ja gar nicht sagen. Also hat sehr, sehr wehgetan. Und dann ist der leider gestorben. Und die Leute, die waren so traurig. Ganz traurig, muss ich echt sagen. Richtig traurig und ganz verzweifelt. Aber dann ist er nach 3 Tagen plötzlich nicht mehr tot gewesen. Was? Das war ein richtiges Wunder. Und da haben sich die Leute so doll gefreut, dass sie an Ostern immer daran denken. Cool. Das ist die Geschichte von Ostern, mal ganz schnell erzählt. Okay. Und was hat der damit zu tun? Der Hase? Ja, gleichzeitig ist Ostern ja immer im Frühling. Und im Frühling gibt's ganz viel Nachwuchs. Und Hasen haben gerne viel Nachwuchs und kümmern sich auch ganz viel drum, dass sie Nachwuchs kriegen. Und deswegen ist der Hase, spielt der Hase eine Rolle und auch die Eier natürlich, weil in den Eiern sind ja kleine Küken. Ist auch Nachwuchs. Und Lämmer und all sowas. Dankeschön. Bitte. Feiern denn alle Menschen so wie wir Ostern? Hey Bansei, mein alter Freund. Hallo Schmackers. Na, wie geht's dir? Gut, danke. Und selbst? Ja, muss ja, ne? Ja. Ich freue mich schon. Weißt du warum? Warum? Wir feiern jetzt hier bald Ostern. Oh, schön. Kennst du Ostern? Ja, kenne ich. Wie feiert man denn bei euch in Spanien, in Portugal Ostern? Also, in Portugal feiert man ganz anders als hier. Páscoa, das heißt auf Portugiesisch. Páscoa? Ja, Páscoa. Páscoa heißt richtig. Ostern. Ja, richtig. Cool, wieder also, was dazugelernt. Ja, das ist spät. Danke. Also, wir haben 2 Tage, die man feiert in meinem Dorf. Zwei ganze Tage? Ja, 2 ganze Tage, weil der Priester schafft nicht, in einem Tag für jedes Haus gehen und das Haus zu beschützen. Sind viele Häuser, oder? Ja, viele, viele Häuser. Ja, okay, dann kann ich das verstehen. Trotz, dass ich auf ein Dorf komme, das ist ein großes Dorf. Und wir vorbereiten viele Kekse, viele Kuchen, Tortchen und gibt es auch auf dem Tisch manchmal ein bisschen Muscheln, auch Calamares, auch ein bisschen Saft, Weintrauben, sowas. Oh, das klingt ja richtig lecker. Ja. Aber da vermisse ich was. Was vermisst du? Die Ostereier. Wo sind denn bei euch die Ostereier? Gibt sowas nicht. Also zum Suchen machen wir das nicht. Gar nicht? Nee. Okay. Ja gut, bei uns sucht man Ostereier. Nee, bei uns nicht. Bei euch gibt's nur so Essen. Ja, leckeres Essen. Viel und lecker, habe ich gehört, richtig? Ja. Wow. Und was ist bei euch noch so anders als bei uns? Also die Paten... Tante, Onkel, Pater, Onkel geben die Kinder kleine Geschenke. Oh, Geschenke. Ja. Geschenke mag ich. Oh, schön. Du auch? Ja, ich liebe Geschenke. Ja, das glaube ich.
Ja, danke. Tja, Bansee, das ist ja doch ein bisschen anders als bei uns. Ja, ein bisschen. Aber danke für die Infos von dir. Gerne, gerne. Denn jetzt wissen unsere Kinder, ja, wie man in Portugal Ostern feiert. Richtig. Und dass das ein bisschen anders ist als bei uns. Ja. Gut, Bansee, dann wünsche ich dir, wie hieß das nochmal? Frisch Pascua. Pascua. Oder so ähnlich. Ja. Einfach frohe Ostern, Bansee. Frisch Pascua. Schmackes. Danke. Gerne. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Ja, nun ist unser Film auch gleich wieder zu Ende. Aber wir wünschen euch alle noch frohe Ostern. Fröhliche Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen. Und nach Ostern sehen wir uns im Kindergarten wieder. Tschüss. 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 Muss ich noch hier ein Jahr